Hallo, mein Name ist Dagmar Herzog. Ich möchte dir heute unser Programm vorstellen. Ein Programm, mit dem du abnimmst und was noch viel wichtiger ist, das Gewicht dann für immer hältst. Ich habe das Programm entwickelt vor vielen Jahren mit Wissenschaftlern zusammen, weil ich selbst betroffen war. Ich hatte früher Übergewicht und habe eigentlich ständig ans Essen gedacht, ständig Diäten gemacht und war immer wieder frustriert, wenn ich nach der Diät sehr schnell wieder zugenommen habe. Ja, und jetzt ist Weihnachten vorbei, die Weihnachtszeit, Weihnachtsmärkte, viele Einladungen, das Weihnachtsfest mit einem wunderbaren Weihnachtsmenü, Silvester, Silvestermenü. Ja, und dann kommen die Vorsätze fürs neue Jahr und halb Deutschland hat sich vorgenommen, ab Januar mache ich Diät, die Kilos wieder abhungern, die ich zugenommen habe in der Weihnachtszeit. Die Fitnessstudios sind voll. Ja, und man denkt immer wieder, jetzt schaffe ich es für immer, dass ich abnehme und dann kann ich das auch halten, weil mir geht es ja so gut. Ja, und dann kommt der erste Frust und dann kriegt man wieder die Fressattacken wie früher und ganz rapide geht das Gewicht wieder nach oben. Kennst du eine Diät, mit der du abnehmen kannst und dann, wenn du dein Gewicht erreicht hast, für immer halten kannst? Nein, diese Diät gibt es nicht. Wenn es sie geben würde, würde es nur diese eine Diät geben und alle Leute würden das einmal machen und wären dann für immer schlank. Der Grund ist folgendes: Diäten gehen immer nur an die Symptome, aber nicht an die Ursache des Übergewichts. Das heißt, man verliert Kilos, aber die Ursache, die verstärkt sich noch. Weil wenn ich das Essen mir verbiete, geht der Stoffwechsel runter. Und das weiß man aus vielen Studien. Je mehr Diäten ich mache, desto langsamer arbeitet der Stoffwechsel. Das heißt, es wird immer schwieriger, überhaupt noch abzunehmen und man ist immer frustrierter. Die Ursache sind falsche Informationen im emotionalen Zentrum, im Gehirn, die uns im Denken, Fühlen und Handeln steuern. Wir haben im Gehirn zwei Zentren, ein rationales Zentrum und ein emotionales Zentrum. Und von der ersten Stunde an werden wir programmiert. Das heißt, alles, was ich mit negativen Gefühlen erlebt habe, ergibt zum Beispiel Angstprogramme, Stressprogramme, Wutprogramme, Neidprogramme, Aggressionsprogramme. Und was ich mit positiven Gefühlen erlebt habe, das ergibt jetzt Wohlfühlprogramme, wie zum Beispiel ja, Tee trinken nachmittags oder den geliebten Kaffee oder ein Stück Kuchen dazu essen oder ein Buch lesen. Das sind Wohlfühlprogramme oder eben auch Spaßprogramme oder Lustprogramme. Oder was leider negativ ist, das sind Suchtprogramme. Auch hier habe ich Suchtmittel wie Zigaretten, Alkohol, Drogen, aber auch das Essen mit positiven Gefühlen erlebt. Und das Unterbewusstsein hat sich leider noch nicht auf die Zivilisation eingestellt. Das heißt, wir haben volle Kühlschränke, Supermärkte. Das Essen ist permanent verfügbar. Und unsere Vorfahren, die hatten das nicht. Die mussten erst mal sammeln und jagen. Die Suchtprogramme waren bei unseren Vorfahren nicht schädlich. Das Dumme ist nur, das Unterbewusstsein hat sich leider nicht auf die Zivilisation eingestellt und arbeitet noch so wie bei unseren Vorfahren. So, jetzt gibt es nur eine Sache eigentlich, um die Informationen im emotionalen Zentrum zu verändern, und zwar über entgegengesetzte Emotionen kann ich die Informationen verändern. Das heißt, bei negativen Programmen mit positiven Gefühlen. Aber bei Suchtprogrammen, da habe ich das Suchtmittel ja mit Glücksgefühlen erlebt, kann ich nur mit negativen Gefühlen das Suchtprogramm verändern. Vielleicht hast du schon mal eine Lebensmittelvergiftung gehabt oder manche haben auch eine Alkoholvergiftung gehabt in der Jugend. Ja, und das, womit man sich vergiftet hat oder sich den Magen verdorben hat, das mag man lange Zeit nicht mehr oder nie mehr im Leben. Das heißt, einmal extrem negative Gefühle. Und das Unterbewusstsein wertet das sofort als Gefahr aus und verändert die Wahrnehmung. Und das Gleiche machen wir hier. Das heißt, wir haben MP3s entwickelt
Und dramaturgisch sehr starke Texte, wo ich jetzt das Essen von süß, von fett und von viel Essen mit negativen Gefühlen erlebe. Keiner muss jetzt Angst haben, dass man ihm das Essen vermiesen will, weil das Essen ist ein Überlebenstrieb, den kann man nie rausprogrammieren. Aber die Wahrnehmung von Fett, von Süß und von der Menge verändert sich und auch die Suchtinformation. Und das hat zur Folge, dass ich das Essen vergesse, wenn ich angenehm satt bin. Ich kann nicht mehr so viel essen. Ich esse automatisch langsamer. Ich habe mehr Lust auf gesunde Sachen. Und in anschließenden Positivszenen, da programmiere ich das, was gesund ist, nämlich Bewegung mit Glücksgefühlen. Ein Waldspaziergang, Laufen am Strand oder andere Bewegung oder Tee trinken oder Sport machen und dann hinterher Wasser trinken mit Glücksgefühlen. Und ich habe automatisch Lust, mich dann zu bewegen. Oder wenn ich Frust habe, im Büro nach Hause fahre, früher habe ich dann beim Bäcker gehalten und im Auto schon den ersten Kuchen gegessen oder Teilchen. Ich fahre dann vorbei bei dem Bäcker, den sehe ich gar nicht und freue mich, nach Hause zu kommen und mir erstmal einen Tee zu machen. Das geht alles automatisch, wenn ich das Gehirn über Emotionen umprogrammiere. Ja, ich habe früher auch mal Drehbücher geschrieben, und deswegen die Szenen sind dramaturgisch sehr stark. Und ich habe einen sehr, sehr guten Filmkomponisten gehabt. Der hat Filmmusik auf meine Szenen komponiert. Und dann ist die Musik genau auf das Bild abgestimmt, sodass man wirklich hier ein sehr starkes Hilfsmittel hat, um an starke Gefühle zu kommen. Und man lernt, wie ein Schauspieler das zu durchleben. Und die Wirkung setzt sehr schnell ein. Schon nach 2, 3 Tagen, wo immer wieder in Gruppen, die wir dann auch betreuen, geschrieben wird, es ist faszinierend. Ich habe das Essen vergessen. Auf dem Weihnachtsmarkt konnte ich nur 2 Bissen von der Bratwurst und dann war ich schon satt. Und das wirst du dann auch erleben. Ja, und wenn du jetzt neugierig bist, wir haben einen Sonderbonus für dich, das heißt zum Jahresanfang. Du kannst unser Programm 5 Tage kostenlos ausprobieren. Das ist kein Risiko. Du musst hinterher das Programm nicht kaufen. Es ist einfach, dass du dich mal überzeugst, wirkt es bei dir? Und wenn du dann überzeugt bist, dann kriegst du von uns Informationen und dann kannst du das Gesamtprogramm kaufen. Wenn du auf unsere Seite gehst, www.dagmarherzog.de, ja, dann findest du die Anleitung. Du musst nur deine E-Mail-Adresse uns eingeben und dann kannst du dir das Programm runterladen. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg und ergreife die Chance, weil damit kann für dich wirklich ein neues Leben anfangen. Tschüss, eure Dagmar.